Und damit, liebe Leute, willkommen zu einem neuen Show. Heute geht es um Grab the Bottle, welches am 20.06.2018 im Nintendo eShop erscheint für 4,99 €, aktuell noch für 4,49 €, weil es 10% Rabatt bekommen hat. Ihr bekommt dafür sage und schreibe 23 Goldpunkte und Dank an den Publisher Sometimes You für die Bereitstellung des Keys. Es handelt sich hierbei um ein Puzzlespiel für einen Spieler, welches ihr im Handheld-Modus, Tischmodus und TV-Modus spielen könnt. Natürlich wird auch der Nintendo Switch-Controller... Okay, natürlich. Es wird der Nintendo Switch-Controller unterstützt und das Spiel ist auf Englisch und ist 2,2 GB groß, ob man es glaubt oder nicht. Also, wow. Und es hat 0 Jahren freigegeben. Also, das kann wirklich jeder spielen. Turn left, speed up, reset level, grab and pull. Options. Gucken wir natürlich mal als allererstes rein. So. Oh, sogar noch Suomi als Sprache. Was auch immer Suomi ist, aber das könnt ihr mir wahrscheinlich sagen. First step, playtime. First step. Grab the bottle. Oh, ich bin also ein kleines Kind und möchte gerne die Flasche haben. Und deswegen grab the bottle. We continue. Your goal is to get to the bottle and grab it. Press grab to start the game and maneuver. And maneuver to the bottle. Avoid hitting anything on the way. You have 3 hit points. Press grab to continue. Ready? Grab it. Oh. Oh, Snake lässt grüßen. Oh, okay. Ah, da ist eine Tür. Und. Okay. Also es ist ein Snake-Spiel. Ihr müsst nur Start drücken, ne? You need to collect every collectible before grabbing the bottle. Upright corner shows how many are left. Also ich muss den Schnüller-Eimer besorgen. Grab. Zuerst. Darf ich mich eigentlich selber berühren? Nein, darf ich auch nicht berühren. Also, ich bin daran gehindert und das Fenster ist offen und das sieht man nur ganz schwer. Oh, ganz böse. Aber okay, gut. Wir haben sie, die Flasche. Greif die Flasche. Ja, das ist Grab the Bottle. Big round objects with a blue outline can be pushed forward by ramming your hand into them. Wieso muss ich den jetzt wegrammen? Und wo ist die Flasche da? Achso, weil ich sonst da nicht langkomme. Ah, okay. Also ihr seht, es ist wirklich ein Snake mit einem Baby, welches die Flasche haben möchte. Aber das Baby sieht irgendwie aus wie ein alter Opa. Tutorial. Often you need to grab and pull objects with a blue glow. Press and hold grab to start pulling back. Drop the item by letting go of the button. Obstacle with red outlines need to be dealt with. This might mean destroying them or interacting with them by other means. Find the... Oh, schön, dass der Text da nicht komplett war. Ich muss das jetzt graben? Ah ne, stopp, das war falsch. Ach komm, falscher Winkel. Und jetzt darf ich die Flasche. Okay.
Na dann, das nächste Level. You can press speed up to go faster. This works also while pulling items. Be careful. Turning is more difficult when speeding up. Ja, ach. Ich brauche okay, das hat nicht funktioniert. Ah, halt, das ja. Das ist ein Schnuller. Ich brauche ja zwei. Okay, wir müssen das jetzt anders machen. Ich habe auch verstanden, warum. So. Genau, jetzt können wir nämlich so rum. Und die Flasche uns greifen. Ja, ich weiß, ich bin einmal schon gestorben. Meine Güte, ja. Manche Objekte sind zerbrechlich. Pass auf und überlege genau, wo du sie fallen lässt. So. Oh oh. Das ist eigentlich doof, ne? Reset. Okay, einfach jetzt mal hier so lang. Oh, verdammt. So. Gedrückt halten. Dann im richtigen Augenblick fallen lassen. Nein. Ah, oh, verkackt. Ah. Oh, verdammt. Das meinten sie mit dem Winkel. Jetzt hier rum. Das bringt nichts. Doch, das bringt was. Was? Warum? Den habe ich jetzt nicht verstanden. War wahrscheinlich nicht dicht genug dran. Das ist dann vorher schon gebrochen. Nein. Oh, wie dumm von mir. So. Ganz schnell einsammeln. Oh, ich krieg's nicht hin. Ich will dieses Level schaffen. So. Ganz vorsichtig, Druck, ganz vorsichtig. Nein. Okay. Gut, das habe ich. So. Jetzt nochmal ganz in Ruhe. Okay, Druck, konzentrier dich. Konzentrier dich, das schaffst du. Okay. Oh, ich hab's geschafft. Ach, 4 Tode schon.
Wobei, okay, das Baby stirbt ja nicht in Wirklichkeit. In Wirklichkeit ist es ja anders, ne? Ach, jetzt gehen wir mit dem Baby raus. In die freie Natur. Manchmal musst du Schalter bewegen, um eine Tür oder ähnliches aufzumachen. Aha. Also ich kann jetzt nicht hier vorher umgucken. Genau. Richtig. Jawohl, so muss es sein. Haufenweise. Oh mein Gott, ey. Au. Dumme Idee. Ah, verdammt. Jetzt habe ich es verstanden. Okay. So. Das geht total in die Hose, ne? Ja, das geht total in die Hose. So, also als allererstes müssen wir hier erstmal das da holen. Nein! Wieso hat er das jetzt abgebrochen? So, dann haben wir das auch geklärt. So, und jetzt, oh, ganz ruhig. So. Hier lang. Jawohl, jetzt haben wir es. Ha! Jetzt muss ich mich nur noch konzentrieren und hier schön hoch. Und ab zur Flasche. Und wir haben sogar Zeit für noch ein Level. Ah, verdammt. Nee, wartet. Wie mache ich denn das? Wenn ich da jetzt lang gehe, ich komme doch gar nicht mehr an die Flasche ran. Das geht nicht. Wenn ich da lang gehe... Das geht auch nicht, ne? Wie soll ich das jetzt machen? Hä? So, wenn ich da jetzt lang gehe, kann ich den Ball dahin bewegen, aber ich komme ja nicht an das Ding daran. Okay. Ah. Okay. So, einen großen Bogen müssen wir machen. So. Okay, jetzt hier. Ganz eng lang. Nein. Ach, komm. Blödes Ding. So. Nein. Oh, verdammt.
Okay, den haben wir. So, und jetzt muss ich hier komplett den Weg zurück. Boah, ich hab's wirklich geschafft, oder? Boah, wie Hammer. Das war echt... Puh. Gut, das ist Grab the Bottle, wie gesagt, für 4,99. Wenn ihr noch mehr Rätsel sehen wollt, dann kauft euch das Spiel. Danke nochmal an Sometimes You für die Bereitstellung des Keys. Und ich sage bis zum nächsten Mal und ich bin euer Trohort rein. Tschüss.